Heute noch eine zweite Location und zwar beim Aurora Basin, aber dieses Video ist eigentlich darum, weil es höchstwahrscheinlich einen riesen Bug gibt bei den täglichen Herausforderungen. Gibt es heute kein Gold und es gibt keine XP. Ich habe das jetzt kontrolliert, bin extra nochmal zum Aurora Basin geritten mit meinem zweiten Account und habe festgestellt, es werden keine XP verteilt und es gibt auch keine 0,1 Gold. In den Kommentaren habe ich gelesen, dass manche vermuten, dass das vielleicht mit den PSN-Namen ändern zusammenhängt. Ich habe meinen Namen noch nicht geändert, deswegen kann das bei mir nicht der Fall sein. Da braucht ihr euch jetzt keine Sorgen zu machen. Also wer seinen Namen geändert hat und hat diesen Bug, damit hat das nichts zu tun. Schade ist nur, dass es jetzt am Samstag auftritt und das Wochenende ja schon am Laufen ist. Und ich denke mal, ich vermute, dass Rockstar keine schnelle Eingreiftruppe hat, die sich darum bemühen werden, dieses Problemchen am Wochenende zu beheben. Sollte ich morgen feststellen, dass bei den täglichen Herausforderungen wieder keine 0,1 Gold gezahlt werden und keine 200 XP, dann werde ich morgen auch keine täglichen Herausforderungen machen, denn für wen soll ich das machen? Wie ihr seht, es ist bei 70,8 geblieben, er hat kein 0,1 Gold dazu bekommen. Ihr könnt die Zahlen nochmal vergleichen, vorne und hinten. Hier ist die Karte nochmal. Aber für wen soll ich tägliche Herausforderungen machen, wenn es kein Gold und keine XP gibt? Dann fällt das morgen mal aus. Das ist dann halt so. Wer nochmal die lustigen Hasen sehen will, bitte. Die wollen durch. Bitteschön. Danke.